Hallo erstmal. Willkommen zu einem neuen Video über einige Fritzbox-Einstellungen. Heute geht es um WPS. Wir öffnen zunächst unseren Browser, gehen dann auf die entweder auf Fritz.box oder auf die IP-Adresse der Fritzbox. Nun geben wir unser Kennwort ein. So, um WPS zu aktivieren bzw. zu deaktivieren in unserem Falle, WPS ist standardmäßig aktiviert. Das ist man kann dann per Druck kann man dann WPS auf der Fritzbox aktivieren, genauso wie auf dem WPS-fähigen Endgerät und muss dann zum Beispiel kein WLAN-Kennwort eingeben. In unserem Fall möchten wir es aus Sicherheitsgründen deaktivieren, damit es nicht zum WLAN zuzugreifen, ohne Kennwörter einzugeben. Das heißt von dritter Hand, nicht von man selbst, sondern halt zum Beispiel externe Leute, die auf das Netzwerk zugreifen möchten. Da gehen wir zunächst auf WLAN und gehen auf Sicherheit. WPS ist eine Sicherheitsfrage, genau. Dann gehen wir auf WPS-Schnellverbindung. Dann lädt er kurz. So, standardmäßig ist die Push-Button-Methode eingerichtet, dass man unten auf den WLAN-Knopf öfters drückt und dann kann man auf dem Endgerät dann die Taste Out drücken und dann verbinden die Geräte sich, ohne dass man Kennwort eingibt. Dies ist zwar recht einfach für den allgemeinen Gebrauch, aber sehr unsicher für längerfristig. Somit deaktivieren wir einmal die WPS-Funktion, indem wir den Haken rausnehmen und auf Übernehmen klicken. Ab sofort kann man dann nur noch ganz normal das Kennwort eingeben, um sich mit der Fritzbox zu verbinden. So, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es Fragen gibt, einfach unten in die Kommentare und sonst bis zum nächsten Mal.